Hallo liebe Formel 1 Fans und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Ja, ich begrüße jetzt mal ganz herzlich unseren Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen. Nein. Ja, liebe Leute, wenn ihr übrigens mehr Formel 1 Videos sehen wollt, lasst doch erstmal an dieser Stelle gerne ein Abo da. Würden gerne mal die 10.000er-Marke knacken, haben jetzt 9.600 erreicht. Also Abo da lassen und vielen Dank auch fürs eifrige Einschalten im letzten Video. Ralfs Klartext zum Steiner aus, habt ihr sehr gut reingeklickt. Vielen Dank dafür. Ja, und heute widmen wir uns erstmal dem Thema, was aus dem Namen AlphaTauri passiert ist. Jetzt heißt es nämlich Visa Cash App RB. Kam dann doch ganz überraschend, auch wenn Sauber ja auch schon einen kuriosen Namen jetzt hat, mit Stake F1 Team Kick Sauber. Das muss man jetzt teilweise schon vorlesen, wie diese Namen sind. Wie war denn deine erste Reaktion darauf, als AlphaTauri das, beziehungsweise Visa Cash App RB das vorgestellt hat? Ja, ich habe das ja vorher schon ein bisschen erfahren und ich fand es so belustigend. Auch das mit Audi Sauber. Steak ist eine Firma, die, also es ist kein Fleisch, Steak, STAAKE, die nicht in jedem EU-Land legal ist, mit ihren Glücksspielangeboten, sage ich mal kurz gefasst. Wenn man das Fake nennen würde, würde das der Sache eher entgegenkommen. Also für Audi finde ich das ziemlich bedenklich, dass ein großer deutscher Konzern sich auf sowas, auf so eine Schmierenkomödie einlässt. Aber da habe ich nichts zu sagen und ist nicht meine Entscheidung. Das muss jeder selbst entscheiden, wie groß die Ethik oder die Moralgrenze hier gezogen werden kann. Wir reden immerhin von der Formel 1. Und die Formel 1 ist nun mal nicht der evangelische Kirchentag, der alle 14 Tage wiederholt wird. Was Red Bull betrifft, ja, der Name ist marketingmäßig nicht gerade das, was den Hund vom Herd her vorziehen würde. Das hat Red Bull auch selbst schon gemerkt. Ich habe mit dem Dr. Marco geredet. Der war jetzt nicht erstaunt, dass es so einen kleinen Shitstorm in den Medien gibt. Sagen wir in den sozialen Medien, dass der Name unaussprechlich ist, viel zu lang und so weiter. Aber für mich ist er der ehrlichste Formel-1-Name überhaupt, denn immerhin steht das Wort Cash drin im Namen. Cash wie Geld. Und um nichts anderes geht es in der Formel 1. Um nichts anderes. Wenn man so will, ist das ein ganz, ganz ehrlicher Teamname. Stimmt. Und das Sponsorennamen, Platz finden im Teamnamen ist jetzt auch keine Seltenheit. Nur konnte man sonst die Teamnamen noch halbwegs richtig aussprechen. Es gab auch Tag Euer Red Bull. Da hat man aber einfach mal Red Bull weiterhin gesagt. Und jetzt, ja, ist die Frage, wie Kommentatoren oder wie wir als auch künftig über dieses Team sprechen. Wenn wir mal sagen, Visa Cash App RB und dann Ja, bleiben wir oldschool mit Toro Rosso. ich werde mich bewusst manchmal versprechen, Toro Rosso oder AlphaTauri sagen, oder einfach nur Racing Bulls, weil das RB am Ende dieses Namens steht wohl für Racing Bulls. Das ist dann das Junior-Team von Red Bull, die Racing Bulls. Dass Max Verstappen kein Racing Bull ist, lassen wir mal dahingestellt. Ist er natürlich auch von der Bedeutung her. Aber ich werde bestimmt nicht Cash App und so weiter sagen. Aber wie gesagt, der Name ist ehrlich. Zumindest die Philosophie wollen sie beibehalten, Nachwuchsfahrer fördern. Gut, den Ricciardo ist keiner mehr, aber ja, die Red Bull-Neuankömmlinge, sage ich mal, da weiter zu fördern und welche diesmal waren und jetzt wieder ein bisschen aufgepäppelt werden müssen. Aber Daniel Ricciardo macht da bisher einen sehr guten Job. Ja, bei AlphaTauri ist ja nicht nur der Teamname neu, ist auch generell so dieses Rebranding und natürlich auch ein neuer Teamchef. Franz Tost ist ja nicht mehr am Kommandostand, jetzt Laurent Mekies von Ferrari gekommen. Wie siehst du da die Entwicklung beim Team? Naja, eigentlich haben sie ja zwei. Mekies soll sich um das Sportliche kümmern, um das Politische ein bisschen und der andere um das Marketing. Also ich denke, dass der Herr Bayer schon verantwortlich war für den neuen Hauptsponsor. Also meine Informationen sind, dass es eine Agentur gibt bei Red Bull, die heißt Red Bull Racing. Das ist eine Marketingagentur, die genau für Sponsoren zuständig ist. Am Anfang war es kurz davor, dass Hugo Boss in den Namen irgendwie gekommen wäre. Die hatten Interesse daran, Anteile zum Team zu kaufen oder zumindest den Namen. Dann kam Red Bull Racing, also die Agentur mit dieser Visa Cash App um die Ecke. Und das wurde dann, die haben nochmal mehr draufgelegt wohl. Und jetzt ist Boss in Form von Hugo, ich sag mal, Semi-Sponsor nur noch, aber auch dabei. Sie stellen zumindest die Turnschuhe und die Unterhosen des Teams.
Und ja, so ist das passiert. Aber am Ende ist es dem Team völlig wurscht, wie es heißt, sondern dass genug Geld da ist, um die Ziele zu erreichen, die man ja ehrgeizigerweise hat dieses Jahr. Gab da ja auch letztes Jahr schon, also genau, Bayer, kann man auch Vollständigkeit halber sagen, CEO da im Team. Ja, dann sprechen wir auf jeden Fall noch über sportlich nochmal ganz kurz. Also AlphaTauri war letzte Saisonhälfte im Aufwärtstrend definitiv, haben mehrmals Punkte geholt. Das war, sah ja in der ersten Saisonhälfte noch ganz anders aus, doch dann hat die auch die Kooperation mit Red Bull da besser funktioniert, ne? Erwartest du AlphaTauri direkt als Punkteteam zum Start in die neue Saison? Ich erwarte, dass sie da weitermachen, wo sie das letzte Saisondrittel aufgehört haben, nämlich immer wieder einen Schritt nach vorne, vom Speed her auf Augenhöhe fast mit Alpine, würde ich mal sagen. Und das wird so weitergehen. Meiner Meinung nach haben sie die Ressourcen, die sie haben, gar nicht genug genutzt, die legalen zu Red Bull. Das haben andere Teams auch mal. Haas hat es immer wieder versucht, einen kleinen Ferrari da aufzubauen, aber das hat nicht ganz funktioniert, wie wir wissen. Es gibt Teams, die haben keine Partnerteams wie Alpine, die stehen ziemlich alleine da, oder McLaren. Mercedes ist ja auch kein Geheimnis, hat jahrelang die Partnerschaft mit Aston Martin benutzt, um, ich sag mal, sich gegenseitig zu motivieren, technisch auch. Und also da geht es um die Freundschaft von Lawrence Stroll, dem Teambesitzer von Aston und Toto Wolff. Also so neu ist das jetzt nicht, und man darf nicht vergessen, 2008, der Sieg von, der erste damals noch Toro Rosso Sieg vom Red Bull Junior Team mit Sebastian Vettel in Monza, ist mit dem Auto entstanden, das 1:1 identisch war. Damals war das noch erlaubt mit dem Red Bull, der damals rumgefahren ist, nur dass Toro Rosso einen Ferrari-Motor hatte. Und das war der erste Sieg von Red Bull überhaupt, wenn man jetzt mal beide Teams zu einer Familie zusammenzieht. Also so neu ist das nicht, und ich finde es auch vernünftig und gut, weil wenn unser Günther Steiner, der ja jetzt leider nicht mehr unter uns ist im Sinne von Teamchef, zum Glück noch lebt, der hat ja immer praktisch als Credo das gesagt, dass man schon, was geht, von den großen Teams sich nehmen soll. Er hat mal davon geredet, er geht praktisch im Supermarkt in Maranello einkaufen und holt sich genau die Teile fürs Auto, die legal sind, von Ferrari, die er braucht. Was anderes macht Red Bull auch nicht. Und was selbst gemacht werden muss, ist die Aerodynamik. Das muss AlphaTauri, die Ex-AlphaTauri in Toro Rosso Jungs müssen das jetzt einfach hinkriegen. Ich denke, man kann trotzdem lernen von dem großen Team. Lernen heißt aber nicht kopieren. Und genau das sollte gemacht werden. Das ist ja legal, wenn man lernt. Ja, und dass das auch durchaus erfolgreich sein kann, hat ja auch die jüngste Vergangenheit schon bewiesen, ne? Man erinnert sich an den pinken Silberpfeil aus dem Jahr 21, 20, nee, 20 müsste es gewesen sein, der Racing Point, der da regelmäßig auch ganz vorne mitgemischt hat. Zum Ja. Beispiel habe ich gemeint. Und dass jetzt schon kritikstark wird, nämlich in Form von Zak Brown, dem McLaren, ich sag mal CEO, der jetzt schon sagte, FIA muss genau hingucken, wird das jetzt schon zu viel, die Zusammenarbeit zwischen Red Bull 1-Team und Red Bull 2-Team. Das zeigt ja, dass eigentlich Red Bull alles richtig macht. Denn wenn die kleinen Eulen anfangen, im Wald zu kreischen, dann wissen wir, da ist pure Angst da, und Angst ist ja manchmal begründet. Und das finde ich irgendwie gut, dass die alle Ressourcen nutzen, die da sind. Denn nochmal, wenn ich jetzt Red Bull CEO wäre, ich hätte zwei Teams, dann würde ich verdammt nochmal das in der Wirtschaft so verlangen, dass die beiden zusammenarbeiten. Es gibt dieses Reglement, das muss man einhalten, aber innerhalb dieses Reglements würde ich alles tun, damit das kleine Team von dem großen profitiert. Das finde ich völlig sinnvoll, und das sollten andere auch machen. Ist halt Pech, wenn einer keine Partnerteams hat. Dann muss er dafür sorgen. Da hast du ja auch gerade schon eins erwähnt und deswegen ist da Zac Brown da ja auch nicht gerade erfreut drüber, wenn da jetzt AlphaTauri große Sprünge nach vorne macht. Ja, am 8. Ja, aber die sollten die Klappe halten, denn man kann ja nicht Red Bull
Junior-Team und Red Bull großes Team, Max Verstappen und Co. drin. Denn was ich jetzt mitgekriegt habe, Zak Brown ist einer der Verschwörer, die nenne ich mal so, zusammen mit Toto Wolff, die noch kurz vor der Saison das Reglement wohl ändern lassen wollen. Sie glauben, dass Red Bull das größte Stärke ist, dass sie so flach fahren können vom Unterboden. Deshalb versuchen sie bei der FIA, auch über Domenicali, der eigentlich keinen juristischen Einfluss auf Gesetze hat in der Formel 1 oder Reglements, nochmal bis zum Saisonbeginn anscheinend die Fahrzeughöhe erhöhen zu lassen. Das heißt, dass das Fahrzeug, das Formel 1 Auto höher fahren muss, als es im Moment der Fall ist. In der Hoffnung, dass der Red Bull dann geschwächt ist. Frei nach dem Motto, wenn Mercedes eine Pferdekutsche fährt, dann müssen alle anderen das auch. Das ist, was gerade im Hintergrund wohl abgeht. Und wir müssen das mal verfolgen, was da noch passiert. Sportlich fair wäre es auf gar keinen Fall, weil Sicherheitsbedenken wegen Porpoising oder sonstiges hat man ja mittlerweile nicht mehr. Ja, natürlich ist das nicht fair, aber wir reden nochmal von der Formel 1. Ja. Sind wir naiv? Nee, aber Da wir wissen auch wird, aus der da geht Geschichte, es dass. um Geld, da geht es um Macht, da gibt es um machtbesessene Leute, die absolut nur an sich denken und versuchen, den anderen zu schwächen. Und das, da nehme ich niemanden davon aus. Das ist ein Teil des ganzen sogenannten Sports. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es gab es ja schon immer wieder in der Geschichte, dass die starken Teams mit neuen Reglement, Paragraphen eingebremst wurden. Ja, Ralf, dann haben wir das Thema vor der abgeschlossen. Abschließend noch, weil wir bei AlphaTauri hauptsächlich gesprochen haben. Am 8. Februar wird das Auto dann vorgestellt, der Visa Cash App RB in Las Vegas. Und damit, ja, melden wir uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. In Las Vegas. Das war nicht das Wort zum Sonntag, sondern ein passender Abschluss. In 50 Jahren werden die Amerikaner bettelnd nach Europa kommen und ihren Traditionssport Formel 1 versuchen, in Europa irgendwie nochmal anzubringen, weil er da völlig ausgedörrt ist. So nach der Marke Football, was wir vor 10 Jahren probiert haben. Wird leider passieren. Darüber sprechen wir unter anderem im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.